Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wochengruß 2307, müsste das dann sein. Du siehst, der Wochengruß ist heute von einer ganz anderen Stelle. Heute ist was sehr Besonderes. Wir haben in der Jablonskistraße kein Seminar. Deswegen bin ich im Vorgarten der Jablonskistraße. Na gut, vielleicht im Hintergarten. Ich nutze das wunderbare Wetter und die Freizeit, um mich draußen rumzutreiben und sende zum ersten Mal den Wochengruß von draußen. Das ist eine Premiere. Gib mir gerne Bescheid, wie dir das gefällt und wie du das findest, dass hier aus dem Außenbüro gesendet wird. Ja, was gibt es von der letzten Woche Neues? Ich hatte letzte Woche, doch, da gab es wieder einen Newsletter. Stimmt, gestern, wir haben ja heute Sonntag, gestern gab es einen Newsletter, den 289er. Damit beginnt die neue Serie über Ressourcen auf den logischen Ebenen. Gestern war der Eröffnungsletter, der hoffentlich bei dir angekommen ist und die nächsten drei Folgen sind schon geschrieben. Es geht dann über Ebene 3, 4, 4, 5, 6, 7 hoch über die ganzen Ressourcen und das Hauptthema bei alledem ist natürlich das WAKOG, um diese Innenwelt wirklich auch zu nutzen und sie wirklich einzurichten. Ich meine, guck dich mal hier um, wie schön das ist. Und ungefähr genauso ist das bei dir innen drin auch, vielleicht sogar noch sonniger. Und da gehen also die nächsten 8 Newsletter zu diesem Thema. Da bin ich auch gleich bei dem, was heute rausgegangen ist, wenn du diesen Wochengruß anschaust und auf Edomante bist. Guck mal, jetzt kommt sogar noch Sonne hier rein. Ist das nicht der Wahnsinn, was wir hier alles anbieten, nur um irgendwie einen schönen Wochengruß zu produzieren? Ich habe vorhin, oder jedenfalls von da, wo ich das schreibe, ist das noch in der Zukunft, aber von da, wo du das anguckst, ist bereits in der Vergangenheit, eine E-Mail geschrieben an all diejenigen, die in dem Edomanto-Newsletter-Verteiler drin sind. Und wenn du dich jetzt fragst, welcher Edomanto-Newsletter-Verteiler, ja, genau das ist das Problem. Auf dem kommen im Grunde nie E-Mails. Drum werden wir diesen Verteiler schließen und ihn verbinden mit dem anderen Newsletter-Verteiler. Und dazu gab es vorher eine E-Mail, also wird es geben aus meiner Perspektive. Und das Ganze ist Teil dessen, dass wir Edomanto einmal neu erfinden. Auf Edomanto werden jetzt einige spannende Sachen passieren, allerdings vor allem für die aktuellen und ehemaligen Ausbildungsteilnehmer. Wo du ja möglicherweise einer von bist, weil sich dieser Wochengruß ja sowieso mehr an diese Gruppe richtet. Das heißt, wir werden auf Edomanto jetzt einmal im Monat eine offene Gruppe machen für Supervision und Update, nenne ich das. Das heißt, da werde ich dann jeweils berichten, was im letzten Monat in meiner Welt Neues war, was ich Neues entdeckt, entwickelt habe, was ich gelesen habe, was mir an neuen Gedanken gekommen sind über zum Beispiel Spiral Dynamics oder Psychografie oder logische Ebenen. Da passiert ja unglaublich viel. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass bei den Leuten, die bei uns die Ausbildung machen und dann einige Zeit weg sind, die kommen dann oft nach einem Viertel, halben Jahr wieder oder nach einem Jahr und sagen, sie erkennen die Welt nicht mehr, die NLP-Welt nicht mehr. Hat sich ja so viel schon wieder geändert, inhaltlich vom NLP-Aufbau, von den logischen Ebenen, von Spiral Dynamics. Also, du kennst mich. Ich bin ständig am vor mich hindenken. Ich entwickle ständig neue Sachen und es ist schon anspruchsvoll, auf dem Laufenden zu bleiben. Das mache ich dir jetzt leichter, indem ich ein monatliches Update bringen werde. Ich weiß immer nicht, wie die schönste Perspektive ist. Ich glaube, so siehst du mich gut. Ein monatliches Update bringen werde, und zwar immer am Freitag vor dem praktischen Wochenende. Das ist für alle aktiven und ehemaligen Teilnehmer unserer Ausbildung. Das ist das Erste, was es auf Edomanto neu gibt, und zwar jetzt ab dem nächsten Freitag. Was es auch neu auf Edomanto gibt, ist jetzt die so oft gewünschte, jetzt kommt sie endlich, Storycode-Gruppe. Da fangen wir übernächste Woche an. Am Dienstag findest du auch auf Edomanto. Ist auch nur für die aktiven und ehemaligen Ausbildungsteilnehmer. Da werden wir alle 2 Monate uns einen Film nehmen, werden den 1 Monat lang gibt es dann Zeit, den Film anzugucken. Und dann wird über diesen Film sich ausgetauscht, E-Mail-Liste, weiß ich noch nicht, oder Forum. Und dann gibt es ein Webinar dazu, wo wir halt über diesen Film reden. Dahinter steht meine Beobachtung, dass die beste und schnellste Art, Storycode zu lernen, darin besteht, dass man Filme nicht nur doof konsumiert, sondern sie wirklich auch versteht, sie wirklich analysiert.
Und das ist die schnellste Art, den Storycode zu lernen. Und Storycode ist ja ein extrem faszinierendes Teilchen. Wer den Storycode kennenlernt, findet ihn eigentlich großartig und ist dann irgendwann in vielen Fällen frustriert, zu merken, wie schwer das doch ist, das zu können. Und die beste Art, das zu können, ist es, Filme zu schauen. Also ist das zweite Neue auf Edomanto. Und das dritte Neue auf Edomanto ist, dass wir dann wahrscheinlich ab März oder April noch eine weitere Edomanto-Gruppe anfangen mit Sprache im NLP. Da wird es vor allem darum gehen, Texte auf NLP zu analysieren. Also halt, wie ein NLPler liest, wie ein NLPler Sätze begreift. Im Grunde geht es um dieses alte Thema. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber mir fällt immer wieder auf in den Seminaren. Theoretisch weiß das jeder, praktisch kann es kaum einer. Im Seminar ist die Zeit dafür immer zu kurz, also machen wir dafür eine extra Gruppe. Was im Hintergrund auf Edomanto auch gerade passiert ist, dass Caroline Woche für Woche eines unserer alten Webinare oder einen unserer alten Themenabende aus der Jablonskistraße dort einstellt, auch nur für die Ausbildungsteilnehmer aktiv und ehemaligen Ausbildungsteilnehmer. Die tauchen da einfach für Woche auf. Wenn du drauf gehst auf Edomanto, wirst du sie entdecken. Aber es ist mir auch klar, dass die wenigsten Leute einfach so auf Edomanto gehen und da irgendwie rumgucken. Darum wird es da wahrscheinlich als weiteres, wie soll man sagen, Feature auf Edomanto geben, dass wahrscheinlich Leute aus dem Co-Trainer-Team immer wieder mal so kleine Reihen machen, wo sie ihre Lieblingsvideos vorstellen. Auf Edomanto, da hat ja Daniel schon angefangen, dass er in dem Webinar-TV in Studio Jablonski immer wieder Demos von mir bringt und sie bespricht. Und dadurch kam die Idee. Da bin ich jetzt schon bei den Webinaren. Letzte Woche war ich mit dem wunderschönen Thema Entscheidungsstrategien vom Münzwurf zur Wertematrix. Das findest du noch auf unserer Webinar-TV-Seite anzuschauen. Eine Woche. Also bis nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag kommt dann Dagmar Ling mit dem Thema Ressourcenarbeit. Und ich habe schon im letzten Webinar gesagt, das Tolle bei Handlungstypen ist halt, dass sie das Wort Arbeit auf eine Art verwenden, dass es irgendwie so klingt, als würde es Spaß machen. Also Dagmar macht Ressourcenarbeit und lädt dich herzlich dazu ein. Dann hatte ich letzte Woche einen Podcast mit Judith. Das ist eine Grundschullehrerin, die im Augenblick im Trainertraining ist. Ich habe mich mit ihr unterhalten über NLP in der Schule. Auch sehr spannend. Ich werde wahrscheinlich jetzt diesen Dienstag das ABC des NLP fortführen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viel gutes Feedback ich auf dieses ABC bekomme. Dann mache ich es halt weiter. Ich glaube, ich bin ja auch letztes Mal schon bis zum Buchstaben C gekommen. Also ich habe bestimmt noch die nächsten 1 bis 2 Jahre, wo ich da was machen kann. Genau, Frühbucherpreise gibt es im aktuell keine Preissprünge. Genau, die sind alle durch. Nächsten Monat beginnt dann der Coach. Da gibt es noch ein, zwei Plätze. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Guck dir noch einmal die schöne Gegend hier an. Ist das nicht herrlich? So sieht das auch aus in der Jablonskistraße. Ah, traumhaft. Und gib mir Bescheid, wie dir das gefällt, dass ich Wochengrüße aus freier Natur mache. Und wir hören uns am Dienstag im Podcast. Wir sehen uns, also nicht wir, aber du mit Dagmar am Donnerstag im Webinar. Wir lesen uns dann am nächsten, jetzt habe ich wieder Sonne im Gesicht, am nächsten Samstag im Newsletter, wenn es um die Ebene 3 geht. Und damit verabschiede ich mich aus dieser wunderschönen Natur. Wünsche dir alles Gute und das Angebot gilt weiterhin. Wenn du Fragen hast, die ich im Wochengruß beantworten soll, schreib sie unten in die Kommentare. Und ansonsten kann ich dir auch nur empfehlen, abonniere diesen Kanal, denn zum einen freue ich mich, wenn es immer mehr werden. Und zum zweiten wirst du dann immer über jeden neuen, wo muss ich hindeuten? Wo ist die Kamera? Hier. Über jeden neuen Wochengruß wirst du dann informiert. Tschüss.